So, liebe Leute, ich erkläre euch jetzt nochmal das Umstellen der Formel, die wir gelernt haben. Wir kennen dann dieses Merkbild. W ist gleich g mal p geteilt durch 100 mit diesem Bild, mit dem etwas lustigen. W ist der Prozentwert, g der Grundwert. P der Prozentsatz geteilt durch 100, die Gans macht Pipi auf die Eier. Mit der Formel, die wir gelernt haben, können wir aber nur den Prozentwert ausrechnen, nicht die anderen Sachen. Nochmal, der Grundwert G, das Ganze, der Prozentwert W, der Wert der Prozentzahl, den können wir mit dieser Formel ausrechnen, und der Prozentsatz P, die Zahl mit dem Prozentzeichen. Das sind die drei Variablen, sagt man in dieser Formel. Machen wir vielleicht gleich mal ein Beispiel. Opa Hermann lädt seine Familie zum Essen ins Restaurant ein. Nach dem Essen kommt die Rechnung. Alles zusammen kostet genau 80 Euro. Enkel Max sagt: Opa, du musst der Kellnerin 10% Trinkgeld geben, das macht man so. Wie viel Trinkgeld wäre das? Wir fragen uns, wonach ist denn hier gesucht? Ist die Zahl mit dem Prozent gesucht? Prozentsatz? Nein, die steht ja hier. Das sind die 10%. Ist der Grundwert das Ganze gesucht? Auch nicht. Das sind ja die 80 Euro das Ganze. Wir suchen tatsächlich den Prozentwert W. Also Grundwert 80 Euro, Prozentsatz 10% und der Prozentwert ist gesucht, nämlich das Trinkgeld. Wir schauen uns unsere gelernte Formel an und stellen fest, W ist gesucht und W steht alleine auf dieser Seite. Das heißt, wenn ich Zahlen anstatt dieser Buchstaben eingebe, dann kommt automatisch der Prozentwert raus. Das mache ich jetzt mal. Ich setze also Zahlen ein. W ist die 80 Euro Grundwert mal 10, 10% geteilt durch 100 ist gleich 8 Euro. Das heißt, unser Opa Hermann sollte also 8 Euro Trinkgeld für die Kellnerin bereithalten. So. Gehen wir zum nächsten Beispiel. Bei einer Umfrage geben 240 Jugendliche unter 14 Jahren an, dass sie schon einmal Alkohol probiert haben. Das sind 20%. Wie viele Jugendliche wurden insgesamt befragt? Immer die gleiche Frage. Wonach suchen wir? Suchen wir nach dem Prozentwert? Suchen wir nach dem Grundwert oder suchen wir nach dem Prozentsatz? Nach dem Prozentsatz suchen wir mit Sicherheit nicht, weil das ist die Zahl mit dem Prozent, die steht hier. Und das Wort insgesamt zeigt uns, dass wir diesmal nach dem Grundwert suchen. Und der Prozentwert sind also die 240 Jugendlichen, die bei der Umfrage mit Ja geantwortet haben. Nochmal, der Grundwert ist gesucht, alle gefragten Jugendlichen. Prozentsatz 20%, Prozentwert sind 240 Jugendliche. Jetzt fällt mir aber auf, da passt unsere Formel überhaupt nicht. Denn ich kann ja hier nur W ausrechnen. Aber ich habe ja gelernt, dass man Formeln umstellen kann. Und zwar mit der Kreuzregel. Einfache Formeln, wo nur Mal und Geteilt durch vorkommt, kann man mit der Kreuzregel umstellen. Das heißt, alles, was auf einer Seite mit Mal steht, kann ich auf die andere Seite mit Geteilt durch. Und alles, was auf dieser Seite mit Geteilt durch steht, also unter dem Bruchstrich, kann ich auf die andere Seite über den Bruchstrich schreiben. Ich will also
dass hier g alleine stehen bleibt, weil g will ich ausrechnen. Dazu verschiebe ich p nach unten und die 100 nach oben. Den Malpunkt brauche ich nicht mehr und den Bruchstrich brauche ich auch nicht mehr auf dieser Seite. Und schon ist meine Formel fertig und nach g aufgelöst. Jetzt brauche ich nur noch die Zahlen eingeben. G ist gleich 100 mal die 240 geteilt durch die 20%. Tippe ich im Taschenrechner ein und was kommt raus? 1200. Meine Antwort lautet also, es wurden insgesamt 1200 Jugendliche befragt. So, jetzt haben wir also den Grundwert. Und im nächsten Beispiel lernen wir noch den Rest. In einer Schule sind 740 SchülerInnen. Davon sind 111 Vegetarier, essen also kein Fleisch. Wie viele Vegetarier gibt es in Prozent? Wir fragen uns, wie bei jeder Aufgabe, wonach ist gesucht? Eins von den dreien. W ist gleich Prozentwert. Grundwert oder Prozentsatz? Die Frage lautet ja, wie viel Vegetarier gibt es in Prozents? Das heißt wahrscheinlich der Prozentsatz. Jetzt gucken wir mal, ist der Grundwert da? Das sind alle Schülerinnen, ja. Und der Prozentwert 111 Vegetarier. Ist beides da, nur der Prozentsatz fehlt. Hier nochmal in der Übersicht. Grundwert 740 SchülerInnen. Prozentsatz P Vegetarier in Prozent ist gesucht und der Prozentwert 111 Vegetarier, den haben wir. Wir gucken auf unsere Formel und stellen fest, die passt wieder nicht. Aber wir sind ja schlau, denn wir können die Formel mit der Kreuzregel umstellen. Diesmal stört uns hier das G, weil P brauchen wir alleine. Und natürlich die 100 stört uns genauso. Aber ich verschiebe, nehme den Bruchstrich gleich mit, die 100 nach oben, den Malpunkt nehme ich mit und schon ist die einfache Formel umgestellt. Ich setze die Zahlen ein und rechne. P ist gleich 100 mal 111 geteilt durch den Grundwert von 740. Tippe das Ganze in meinen Taschenrechner ein und erhalte 15%. Die Antwort lautet also, es sind 15% Vegetarier in dieser Schule. So. Nachdem ich weiß, wie man die Formel umstellen kann, brauche ich mir nur noch eine einzige Formel merken und nicht drei. Und merken kann ich mir diese Formel genau, wie ich es gelernt habe, mit diesem Schaubild mit der Gans. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Prozentrechnen.